Mit dem Flixbus hat er sich vorerst mal ausgedüst. Und wie viel kostet denn eigentlich ein Kind? Das sind unsere heutigen Themen zum Mittag und somit hello und herzlich willkommen zu Push, das Infomagazin am Freitag mit mir, der Anna. Heute geht schon wieder ab ins Wochenende, auch wenn das Wetter ein bisschen mühsam ist. Durchhalten, morgen wird es dann schöner und jetzt heißt es erstmal Mittagspause genießen. Alle, die gern mit dem Flixbus herumgedüst sind. Der deutsche Fernreiseanbieter stellt aufgrund der neuen Coronavirus-Kontaktbeschränkungen in Deutschland seinen Betrieb vorübergehend ein. André Schwemmlein, der Mitgründer und Geschäftsführer von Flix Mobility, meinte in der deutschen Zeitung Welt, dass sie nun den Bus- und Zugbetrieb komplett runterfahren, in der Hoffnung, dass dann zu Weihnachten wieder Flixbusse für ihre Kundinnen im Einsatz sein können. Also schon im Frühjahr und Sommer haben sie bemerkt, dass die Leute viel weniger reisen, wenn die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagt, bitte zu Hause bleiben und nicht reisen. Und deswegen heißt es jetzt mal im November keine Flixbusse. Am 3. November wird in den USA gewählt. Nun positionieren sich immer mehr Stars und stellen sich öffentlich auf eine Seite. Jetzt auch Rapper Lil Wayne. Gestern hat der Musiker ein Foto auf Twitter gepostet, wo er mit US-Präsident Donald Trump abgelichtet ist und dazu geschrieben hat, dass er gerade ein großartiges Treffen mit Donald Trump hatte. Außerdem hat er auf den Platin-Plan von Trump verwiesen. In diesem Plan verspricht der Republikaner unter anderem 3 Millionen neue Jobs für AfroamerikanerInnen, 500.000 neue Unternehmen für die Community sowie einen besseren Zugang zu Bildung und Ausbildung. Das Foto entstand bei einem Treffen in Miami am Rande von Wahlkampfveranstaltungen im US-Staat Florida. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wenn ich später irgendwann einmal ein Kind kriege, kann ich mir das überhaupt leisten? Wie viel kostet denn eigentlich so ein Kind? Das will die Regierung jetzt herausfinden und zwar mit einer Studie. Die letzte dafür gibt es aus dem Jahr 1964, also ein bisschen veraltet und nicht wirklich eine gute Grundlage, um die Förderungen zu berechnen. Daher wurde die Kinderkostenstudie durch das Sozialministerium an die Statistik Austria in Auftrag gegeben. Kosten für Essen, Kleidung, Wohnen, Betreuung und Schule, aber auch Freizeit und Urlaub werden damit einberechnet. Einen Zwischenbericht soll es bis Ende November, also in einem Monat, geben. Bis wann die Studie endgültig vorliegt, ist aber noch offen. Die Hochzeitsglocken haben geläutet, und zwar bei Hollywood-Stars Scarlett Johansson und Colin Jost. Ein gutes Jahr nach ihrer Verlobung war es endlich soweit. Im kleinen Familien- und Freundeskreis unter Berücksichtigung von Corona-Regeln sind sie den Bund der Ehe eingegangen. Ihr Hochzeitswunsch war, dass an die amerikanische Variante der Hilfsorganisation Essen auf Rädern gespendet wird. Ihr Ehemann, den man regelmäßig in der Comedy-Show Saturday Night Live sieht, und die Schauspielerin haben sich das erste Mal 2017 als Paar in der Öffentlichkeit gezeigt. Davor war Scarlett Johansson mit einem Journalisten verheiratet, mit dem hat sie auch eine Tochter, und davor mit Ryan Reynolds. Für Jost ist es die erste Ehe. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Mittagspause, lasst es euch schmecken und dann würde ich vorschlagen, nochmal gescheit reinbeißen in die Arbeit und dann ab ins Wochenende. Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Update. Boom, 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 boom.